Wir erinnern uns, Ende 2012 ging es um die Frage des Bewusstseinssprungs. Es ging um die Frage, passiert irgendetwas am 21. Dezember? Nun gibt es Hinweise in der Tat, dass sich zwar, denn sonst säßen wir nicht hier, die Erde nicht verabschiedet hat, aber in der Tat auf breiter Front Dinge verändern. Und denen wollen wir im Folgenden nachgehen. Liebe Zuschauer, ein herzliches Willkommen zum Schlossgespräch aus dem wunderschönen Schlosshotel Wartensee am Bodensee. Ich freue mich sehr, als Gast Johannes Holey begrüßen zu können. Es ist schön, dass du hier bist. Und dein Thema, das du seit längerer Zeit bearbeitest, ist genau dieser Bewusstseinssprung vom Ich zum Wir. Jetzt hat man ja den Eindruck, naja gut, ich zu wir, also Abschied vom Ego. Was ist damit gemeint? Was ist dieser Bewusstsein, wenn du davon sprichst, was meinst du mit diesem Bewusstseinssprung? Also die Hauptkraft, die sicherlich da wirksam ist, wäre oder sein soll, wäre der Weg, das Loslassen vom Ego. Das ist richtig gesagt. Aber der Begriff Wir hat natürlich einen völlig neuen Hintergrund auch, der eben, wie du sagst, vom 21.12., dem erwarteten großen Maya-Sprung, doch nicht in der Materie, noch nicht gelaufen ist, aber längst auf der unsichtbaren geistigen Ebene wirksam ist. Und in den Bereich speziell befasse ich mich jetzt weiter und versuche auch Schwerpunkte irgendwo darzustellen, mit denen wir selber etwas anfangen können, um dann dieses Wir und Ich miteinander im Leben weiterzuspielen. Dieses Ich, von dem wir ja mit dem Stichwort Ego immer wieder reden, ist ja etwas, was uns viele, viele, viele Jahrtausende geprägt hat. Was sind so die Dinge, die damit zusammenhängen? Für was steht dieses Ich in der Geschichte der Menschheit? Es war sicherlich, sagen wir mal, ursprünglich nach dem Auftauen der großen Eiszeit ist sicherlich nur ein Wir entstanden. Denn die Menschheit war in Gruppen, in Städten, in irgendwelchen Bereichen immer in einem Gemeinschaftsfeld gewesen. Ja. Das Ich hat sich dann aber so etwa vor 5000 Jahren begonnen zu entwickeln. Und es waren nun mal damals in der Zeit der Menschen, die weder lesen noch schreiben konnten, eben nur wenige Persönlichkeiten, eben die Schriftgelehrten, wie es dann in manchen Texten heißt, die aber dann dadurch merkten, welche Macht sie haben. Und daraus entwickelt sich dann immer stärker etwas, was dann auch in jedem anderen Menschen wirksam wurde, als ein Ego musste sich erhalten und man kämpfte noch gegen eine furchtbare Natur. Also dieses gesunde Ego wurde dann aber immer mehr auch zu einer gewissen Macht. Man hat es ja später mitverfolgen können mit der Männlichkeit. Also das Ego wirkt in der Familie, wirkt in der Gemeinschaft, wirkt im Volk, wirkt heute weltweit. Mit dem ganzen Globalismus, den wir heute haben, in der Form des profitorientierten Globalismus und mit einem Ego von einer Hintergrundmacht, die wir immer nur vorsichtig definieren können. Du verbindest mit diesem Ego auch in dieser Geschichtsbetrachtung oder in diesem Ablauf von Menschheitsgeschichte, also einer wir-orientierten Staat im Grunde genommen und auf der einen Seite und dann einem ja, fast so nach Sündenfall, aber auch Sklaventum, Missionierung, also all die Dinge, die gehören auch dazu, oder sehe ich das falsch? Ja, es ist, glaube ich, sicher. Und dieses Ego nimmt halt dann elitäre Formen an und der Kontrast wird dann immer stärker. Hier eine mächtige, meistens kleine Elite und eine Masse oder Sklaventum oder wie man sie immer nennt. Heute sprechen wir eben von Masse und Mainstream, von Persönlichkeiten, die keine mehr sind, sondern die eigentlich wo schwimmen und die dann mit ihrem Ego wieder, finde ich, reduziert sind auf Lebenserhalt und allen möglichen einfachen Sachen und nicht erlauben, dass in uns immer öfter oder leichter ein Wir entsteht, das
aus einer Masse herausgeht, die nicht wieder in der Masse bequem dahin dümpelt und sagt, naja, wir zwei können gut leben, ich bin daheim der starke Macho und dort sonst will man von mir nichts, sondern jetzt ist Umbruchzeit, ist Wandel, wie wir es letzten hatten, und ist tatsächlich nach dem 21.12. nach meiner Meinung unterwegs, in allen Menschen, in irgendeiner mehr oder weniger ausgeprägten Form. Du hast die profitorientierte Globalisierung angesprochen, die nun wahrlich, also wenn irgendetwas ego- und rücksichtslos ist, dann ist das das, keine Frage. Jetzt beobachten wir aber in den, ja, ich sag mal, zumindest im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts oder in den ersten bald anderthalb Jahrzehnten des 21. Jahrhunderts permanent weitere Kriege, weitere Massenmorde, also es gibt ja kein Jahr, ohne dass nicht irgendeiner der imperialistischen Staaten nicht wieder irgendwo zuschlägt. Und wir haben es gerade erlebt, wie knapp wir an dem nächsten großen Massaker gegen Syrien vorbeigerutscht sind, dank Russland in dem Fall. Ist da nicht zu sagen, wir sind auf dem Weg zum Wir? Sehr optimistisch, lieber Johannes. Das ist in jedem Fall so. Ja. Also ich fühle mich, wenn ich mich hier vorbereitet habe zu dieser Vater, habe ich schon gedacht, naja, ich bin wieder mal ein Exode. Aber das liegt in unserer Familie. Ja. Das da kann ich bestätigen. Gut, ja. Das ist richtig. Und ich denke aber, es wird schon wichtig sein, dass man mal ein bisschen übermütig vielleicht Dinge ausdrückt und weitergibt. Und dafür bedanke ich mich, dass ich das bei dir auch wieder machen darf, um zu zeigen, nein, lassen wir uns doch nicht immer einfangen von diesen äußeren Bildern. Es wirkt dahinter immer noch gigantische, sagen wir mal moderne Quantenfelder, Energiefelder, die absolut in einer positiven Schwingung sind. Die absolut das darstellen, wo wir eigentlich irgendwann, vielleicht erst in Jahrzehnten, aber irgendwann mal auch als Menschheit kollektiv landen werden. Und ich fand es, weil du das Beispiel mit Syrien jetzt bringst, eben doch ein vorzügliches Beispiel, dass die beiden Außenminister doch etwas übernommen haben, nach außen ist der Welt zu zeigen, dass es eigentlich auch anders geht. Denn das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung. Aber ich denke, dass im Hintergrund dieser Wirtschaftskrieg, es ging ja um die Pipeline und so weiter primär, wird bewusst angezettelt war. Und dann die zwei großen, sage ich auch Marionetten, Putin und Obama, das Beste taten, um es zu vermeiden. Also das ist meine Überzeugung. Und dann konnten aber diese beiden sehr sympathischen Außenminister tatsächlich demonstrieren der ganzen Welt in einer angenehmen, positiven Wirkung, dass es auch anders geht. In dem Moment, in der Nacht, waren das bestimmt die zwei mächtigsten Menschen und haben etwas verhindert. Und da hat etwas mitgewirkt, was vielleicht als Gewissen oder sonst wie definiert ist, in jedem von uns steckt. Und wenn der Grad der Verantwortung eben so zugenommen hat, für so etwas, dann melden sich Energien, von denen ich überzeugt bin, die heute das leichter können als jetzt vor dem 21.12. Und ich glaube, das wird wohl sicher noch jetzt unser Thema sein, aber ich glaube, das werden alle Menschen in irgendeiner Form in den nächsten Jahren oder in den nächsten Wochen oder Monaten immer stärker empfinden. Ja. Also ich bin dir dankbar, dass du mein Syrien-Beispiel als etwas, wo wir gerade dran vorbeigeschraubt sind, an dem nächsten Massenmorden, noch mal so aufgegriffen hast, auch wenn wir beide uns in der Einschätzung von Putin vielleicht etwas unterscheiden. Er hätte für mich eher den Nobelpreis verdient als eine Figur wie Obama, aber wie dem auch sei. Es ist zum ersten Mal, und das ist etwas, was, glaube ich, gar nicht hoch genug einzuschätzen ist, zum ersten Mal hat die Welt, und du sprichst das Feld an, hat die Welt gesagt, nein zu einem neuen Krieg. Sie ließ sich nicht mit einem inszenierten Massaker von irgendwelchen Mördern und Söldnern, wahrscheinlich des Westens, in den Krieg hineinlügen, wie beim 11. September, wie bei Irak, wie bei Gaddafi. Mhm. Sie ließ sich nicht mehr in den Krieg hineinlügen. Mhm. Und das spricht genau für deine Analyse. Ein amerikanischer General, wir machen das nicht.
wir machen nicht den nächsten Krieg und sind nicht am nächsten Massenmorden dabei. Zum ersten Mal in der Geschichte der Vereinigten Staaten hat die Generalität No gesagt. Phänomenal. Ja, also es ist das, was... Das musste ich doch jetzt in dem Fall wirklich, das Beispiel Syrien, bei aller Traurigkeit, die wir für die ersten, das erste Jahrzehnt haben, mit den vielen, vielen Opfern, muss man sagen, es scheint ja doch was zu sein. Ja. Ich denke, wir erleben ja das Vernetzen über Internet, Facebook und all die Dinge. Die Welt ist so klein geworden, dass es ja nur noch Sekunden sind, wo man sich verbinden kann. Und garantiert. Gibt es dann eine Verbindung, ob man die jetzt Herz nennt oder Gewissen oder wir sprechen vielleicht nachher noch über die Hirnhälften, oder die mit Auslöser sind, aber es gibt ein unsichtbares Quantenfeld von Liebe oder Verständnis oder Mitgefühl oder irgendwie, jeder wird es vielleicht anders definieren, das uns genauso verbindet und das tatsächlich sich in solchen Momenten meldet und man mit Staunen feststellt, ah, da muss es doch was anders geben. Sicher wird welche sagen, das war der liebe Gott und der Nächste nennt es wieder anders. Aber ich sage, das ist einfach eine Gefühlsqualität, die jetzt weiter zunehmen wird. Ja, und insofern darf der Exot Johannes Holey hier vielleicht der Erste von morgen sein, auch Optimist in dieser Frage. Vielleicht haben wir zum ersten Mal genau die Bestätigung bekommen. Du besprichst bei diesem Bewusstseinswertungsprozess vom Ich zum Wir, von einer inneren und einer äußeren Seite. Ja. Kannst du das vielleicht gerade noch mal erläutern, bitte? Also das Äußere ist wirklich verständlich, dass heute ein Aufbruch ist. Wir sehen das jetzt auch mit den Wahlergebnissen. Das Wir im Äußeren ist schwer zu definieren, aber es ist bestimmt mit Millionen von wundervollen Menschen unterwegs, etwas neu zu definieren, sich neu zu finden. Aber darüber gibt es eigentlich schon sehr viel, sehr gute Informationen. Man spricht aber sehr, sehr wenig oder eben nur im esoterisch-spirituellen davon, dass eigentlich alles, was in irgendeiner Form hier vorhanden ist und von uns geschaffen wurde, immer ein Energiefeld hat. Immer ein unsichtbares Feld, das mitwirkt. Und zwar sowohl global vernetzt, eben garantiert auch, wie auch im Inneren der Umgang, wie gehe ich mit meinen Gefühlen, also sprechen wir Yin und Yang an, wir haben eben die zwei Energien in uns, wie gehe ich damit um, wie kann ich das dann weiterziehen und mir geht es eigentlich heute, wenn ich da mit dir drüber sprechen darf, eben um diese unsichtbare Welt, die auch astral negativ ist und die auch vorhanden ist. Auch die Ego-Welt hat ihr unsichtbares Quantenfeld. Und das ist ja auch der Grund, wie du zu Anfang gesagt hast, wir sehen noch zu wenig Fortschritt im Äußeren. Immer noch können die Krieg machen, immer noch können sie uns aufhetzen. Aber ich sehe es auch manchmal dann als eine Prüfung. Wie weit, und das hat sich jetzt, ich glaube, wir haben die Prüfung bestanden in dem Fall, diese unbewusste Vernetzung von wundervollen Energien, die Lichtenergien meinetwegen, könnte man als Überschrift sagen, die als Gefühl, Liebe oder so etwas doch vorhanden sind. Also im Äußeren haben wir die grobstoffliche und letztendlich, ich sage es mal, und die feinstoffliche Realität, die mit der wir zu tun haben, auch noch in einer gewissen Dualität oder Polarität von positiv und negativ oder Licht und Schatten. Richtig. Und auf der inneren Seite, wie würdest du das sehen? Also die innere Seite, also die menschlich innere in dem Fall, haben wir eben, wie von Yin und Yang schon erwähnt, zwei Energiefelder. Das von der rechten Hirnhälfte über die linke Seite, die wir also dann die weibliche nennen und umgekehrt. Ja. Und wie gesagt, Yin und Yang, C.G. Jung, wir sind hier in der Schweiz, hat von Anima und Animus gesprochen. Das trägt jeder von uns in seinem Lebenssystem mit. Und jetzt entsteht es, oder wissen wir jetzt, dass eigentlich die linke Hirnhälfte, auf die wir sehr stolz sein könnten, die aber eben sehr heute längst zu rational, zu unmenschlich, zu egozentrisch arbeitet, mit etwa in der EDV-Sprache 2000 Bit in der Sekunde arbeitet, während unsere rechte Hirnhälfte unvorstellbare 400 Milliarden Bit in der Sekunde hat. Also es sind wirklich unvorstellbare Welten eigentlich. Und zeigt, dass wir eigentlich etwas, doch eine göttliche Grundlage oder so etwas mitbringen. Denn
die Unterschiede zwischen die zwei Organe, die unser gesamtes Körpersystem steuern, alle unsere 65 Billionen Zellen in irgendeiner Ordnung funktionieren lassen, auch wenn ich völlig verkehrt lebe und so etwas, vom Gesundheitlichen oder von sonst was. Der Körper findet in der Logik bewährter Denkmuster immer wieder einen Weg, möglichst lange das auszuhalten und zu leben. Und trotzdem erkennen wir jetzt, welches Potenzial jeder von uns eigentlich über seine rechte Hirnhälfte in sich trägt. Und wir wissen aus der wirklich längst auch aus alten Wissens- oder geheim gehaltenen Wissen, dass zum Beispiel eben über Zirbeldrüse und so etwas wir über die rechte Hirnhälfte Anschluss zur geistigen Welt haben. Egal, was man darunter versteht jetzt, ja, könnten wir uns aber noch ein bisschen unterhalten, weil das ja doch auch inzwischen konkrete Formen annimmt. Und wir damit etwas wie den Gottesfunken, den wir in uns drängen, ob ich den jetzt als fünfte Herzkammer anerkenne, der Hotspot im Herzen, oder nur über das höhere Selbst, das hohe Selbst oder das Schutzengelsystem oder das innere Kind, das, wie wir gehört haben beim Kongress, das Unterbewusste eben für viele Wissenschaftler ausreicht, um damit umzugehen. Ja. Aber das sind Dimensionen, die wir nur ahnen. Und das ist eigentlich schön, wenn wir darüber doch ein kleines bisschen mehr sagen können. Du hast also als Mensch eine ganz andere Potenz als das, was ich sag mal so der klassische, grobstoffliche erste Eindruck ist. Also es ist viel mehr an Potenzial da. Hm. Und ich habe manchmal so das Gefühl, dass wir zwar mit unserer Vernunft, mit unserer Ratio, unserem logischen Denken unheimlich viel erreicht haben, auch im wissenschaftlichen Bereich fantastische Erkenntnisse gewonnen haben, aber dass die auf der anderen Seite die Aufklärung, die Vernunft und die Ratio an die Stelle Gottes gesetzt hat, an die Stelle der Schöpfung gesetzt hat, dass das zu kurz gesprungen ist. Es müsste eigentlich, wir bräuchten eigentlich eine Nachaufklärung, die den Menschen aus der Eindimensionalität der Ratio wieder rausnimmt. Oder ganzheitlich macht, sagen wir mal so. Ja. Also ich gehe sicher davon aus, wie es ursprünglich allgemein bekannt war, eigentlich sind wir eine Seele, die für einen bestimmten Zeitabschnitt einen Körper hat. Und mit dem will geleast sie quasi. Ja, geleast. Ja, schön. Und wenn wir so betrachten, heißt es, dass eigentlich das unsichtbare Potenzial unser wirkliches Potenzial ist. Und ich meine, es ist ohne verletzen zu wollen, das hat schon vor Jahrtausenden mächtige Leute verstanden, einfach dieses Sichtbare und das Unsichtbare zu trennen, sprich auch den Menschen von Gott zu trennen. Mhm. Gott ist nun mal ein Begriff, den wir wie so im Kindergarten irgendeine Form geben und meinen, und dann kriegen wir gleich mehrere Götter, die sich gegenseitig bekämpfen und so weiter. Und wir Menschen denken, das ist richtig, ist natürlich schon Quatsch. Aber es ist unser Leid eigentlich darin, dass wir das Göttliche und das Menschliche einfach getrennt haben, um darin eigentlich ein Macht und ein Geschäft zu machen. Ist leider so. Ja. Du hast angesprochen die Zirbeldrüse. Mhm. Es gibt ja ganz spannende anatomische Untersuchungen von Mumien, die 2000, 3000 Jahre alt sind, bei denen die Zirbeldrüse ein deutlich bedeutsameres, von der Größe her, bedeutsameres Organ gewesen ist. Welche Rolle hat ausgerechnet die Zirbeldrüse und was hat es für Konsequenzen gehabt, dass die hier so ein bisschen in der Neuzeit ein bisschen vor sich hin kümmert? Genau so, ja. Also ursprünglich, wenn wir geboren werden, ist unser Thymus, unsere Zirbeldrüse, ja das Organ, das es eine Menge aufbaut. Ja. Aber mit dem zunehmenden Alter, allgemein wissenschaftlich definiert, wird sie kleiner und nimmt ab. Was aber sicherlich nicht richtig ist, denn wie alles im Gehirn braucht auch das eine Bearbeitung, eine Forderung, eine Leistung und eben auch die Zirbeldrüse. Und wir wissen aus den asiatischen Lehren, dass das unser drittes Auge ist. Das ist ein ausgesprochenes Schöpferorgan.
mini, wenn es auch so klein wie der Fingernagel ist, hat es eine mächtige Bedeutung. Wir kommen auch heute rein gesundheitsmäßig dahinter, welche mächtige Rolle sie spielt. Dass man mit dem Melatonin, unser Kunstlicht und so vieles, das fehlende Melatonin eben tatsächlich Dinge mit unserem Körper bewirken, die sind eine große Belastung. Und ich nehme an, dieses Wissen über die Zirbeldrüse ist auf der anderen Seite schon längst bekannt. Das heißt, auch die ELF-Wellen, diese ganz niedrig schwingenden Wellen vom Harpsystem und auch dem deutschen Harpsystem und wo es überall steckt, wirkt speziell auf die Zirbeldrüse. Ja. Ich wollte gerade sagen, man hat manchmal, du hast das Thema Licht angesprochen. Jetzt sitzen wir hier in einem Studio, wir sind Kunstlicht ausgesetzt, was beim Film nicht anders geht. Allerdings, als diese sogenannten Gift- oder die sogenannten Spar- in Wirklichkeit Giftlampen eingeführt wurden von der EU, so als nächstletzter oder weitere Wahnsinnstat, man hat schon das Gefühl, dass da irgendeine Methode dahinter steckt. Das schlechteste Licht, die giftigsten Lampen, die wir je in unsere Kinderzimmer reingedrückt haben und installiert haben, wo man so. Als irgendwie kann das kein Zufall sein. Das Dümmste, was man machen kann, ist jetzt EU-Norm. Ja, das ist schlimm. Also halt bewusst und gezielt gemacht von drei gigantischen Systemen, egal wie die jetzt heißen. Und das Schädliche ist also rein schwingungsmäßig wieder das Quecksilber, das enthalten ist. Der zweite Teil ist dieser Blaulicht, dieser hohe Blaulichtanteil, den man jetzt zwar überlagern kann, mit Gelbtönen, die aber vorhanden sind und eben über die Zirbeldrüse bewirken, dass wir gar nicht in diese Dämmerphase eines gesunden Übergangs zur Müdigkeit und sowas kommen. Und ohne das Melatonin, das da ausgeschüttet wird, rutschen wir immer mehr in Gemütskrankheiten. Ja, ja. Und dazu kommt natürlich, dass in jedem Sockel dieser Birnen auch noch ein Energiefeld, ein störendes Elektrosmogfeld auch noch entsteht. Ja, also das haben die fantastisch durchgesetzt, dass tatsächlich wir mit unserem Unterbewussten, mit dem seit Jahrtausenden bewährten System einer gesunden, gut entwickelten Zirbeldrüse, wie du es hier von den Mumien berichtest, dass wir da schier keine Chance haben. Ja, ja. Nee, irgendwie kann das Zufall nicht sein. Nee. Jetzt hast du, lass uns bei den Gehirnhälften und lass uns bei dieser Dualität noch ganz kurz bleiben, weil du angesprochen hast auch männliches, weibliches Prinzip. Ist das auch etwas, was bei dem Wir-Bewusstsein eine Rolle spielt, dass beide Prinzipien, und zwar jetzt nicht im Sinne, die Männer haben das männliche und die Frauen haben das weibliche Prinzip, sondern dass diese beiden Prinzipien für einen bewussteren Menschen im Gleichklang sein das müssen, bei in jedem Harmonie von uns. Und so weiter. Ja. Jawohl, das ist richtig. Aber es ist so, trotzdem hat es schon eine elementare Bedeutung, mit der linken als ich und rechts das Wir als weiblich, denn dort kommt etwas zustande, was wir eben seit Jahrtausenden auch im Programm haben. Das Wir ist gleichzeitig das Mutter-Wir. Mhm. Das Denken in Familie, das Denken in Gemeinschaft. Also wir sind tatsächlich alle Wir, Männlein wie Weiblein, über die rechte Hirnhälfte schon direkt für das Wir prädestiniert. Es ist angelegt in uns. Wir haben es bloß mit dem heutigen Denken der Erziehung und den Erfolgen und den materiellen Sichtweisen einfach verkümmern lassen und das linke Ego entsprechend gepowert. Aber dadurch, dass wir eben erstmal erkennen, wie mächtig die rechte Hirnhälfte ist, haben wir schon ganz neue Chancen für eine neue Sichtweise. Und dann spielt nach meiner Meinung eben ein entscheidender Faktor mit, der auch mit dem 21.12. sich langsam hochentwickelt hat. Das ist die Erdkonstante. Sie ist heute mit einer Schwingung von etwa 10 Hertz eigentlich in dem Bereich, was man im Gehirn als harmonischen Alpha-Zustand messen kann. Und das ist aber nicht nur für die, die wollen oder danach her sind, ein paar Exoten, auch andere und sowas, sondern weltweit betrifft es alle Menschen. Wir sind abhängig von unserer Mutter Erde. Wir sind wirklich Kinder eines lebendigen Planeten. Und man weiß jetzt auch, dass unser Gehirn Abermillionen feinster Magnetite enthält, die also dann wirklich auch die Logik bringen, dass wir mit dem Erdmagnetfeld und mit dem ganzen System engstens verbunden sind, und zwar an der Entscheidungsstelle Hirn, ob rechts oder links ist in dem Fall jetzt egal. Und wenn wir tatsächlich dort
unbewusst, die Mehrzahl der Menschen, in einer inneren Harmonie sind und somit mit manchem coolen, rationalen gar nicht mehr so klarkommen. Das war vor ein paar Jahren noch top, war ich der Größte, und jetzt auf einmal kommen Zweifel auf. Und primär erstmal über die Damenwelt, aber irgendwann bei uns auch genauso. Wir merken, ich kann ja hier recht klar empfinden. Ja? Ich kann ja immer mehr diese berühmten ersten Moment, den man irgendwo was spürt und dann sagt, Quatsch, ich mache so. Und ein halbes Jahr später merkt man, Mensch, hätte ich doch das genauso. Ja. Das kommt alles über die rechte Hirnhälfte. Ja? Und wir lernen, bin ich überzeugt, unterbewusst, kann auch ein langer Weg werden natürlich, immer öfter in Harmonien zu kommen, die noch vor ein paar Jahren undenkbar waren. Ja. Meinst du, man merkt das auch, die Beobachtung kann man ja machen, dass es immer stärker und zwar sehr erfolgreich auch Versuche gibt und auch umgesetzt wird, ich sag mal so alternative Gemeinschaften, Lebensformen zu etablieren. Also weg von dem, was uns die Banken, was uns die, die Hintergrundmächte, also die Hochfinanz oder Bilderberger und Konsorten alles gerne so vorschlagen. Jeder ist sich selbst der Nächste und letztendlich geht es um Ausbeutung, um Profit und sonst irgendwas, sondern dass sich Menschen rausziehen und sagen, wir machen eine dörfliche Gemeinschaft, wir machen einen Tauschring. Hier gar nicht weit weg, in Vorarlberg in Österreich, gibt es wundervolle alternative Möglichkeiten, alternatives Geld. Also dass all diese Dinge jetzt viel stärker Bedeutung haben als vor 50 Jahren. Da wären wir völlig für irre erklärt worden, wenn man gesagt hätte, das könnte mal ein Weg sein. Geht das so in die Richtung? Absolut, ja. Und zwar merken wir da noch, es wird halt bewusst nicht veröffentlicht, was für tolle Dinge schon unterwegs sind. Ja. Und es ist aber eben die Voraussetzung, finde ich, dass wir dieses unsichtbare Vernetzen von Menschen, egal auf welcher Ebene, annehmen und aufnehmen und tatsächlich dann kleine Gemeinschaften gründen. Aber dieses Wir dieser vielen, vielen kleinen Gruppen ist ein völlig anderes Wir als der heutigen Masse. Denn dort kommen eigentlich nur Individualisten zusammen. Da kommen solche Leute zusammen, die wirklich Veränderung wollen. Und in solchen Gruppierungen können alle Spezialisten irgendwie beisammen sein. Ja. Mich erinnert es, das, was wir eigentlich auch schon mal im alten Rom hatten, wo es heißt Primus inter pares oder Princeps inter pares. Es gehen so und so viel zusammen. Hat auch nicht lange funktioniert unter den Kaisern da. Aber die Ansätze waren immer da, auch mit Raiffeisen oder solchen Genossenschaften ursprünglich das Krankenkassensystem ist ja auch aus so etwas einmal entstanden. Ja. Aber es ist halt immer abgerutscht in Machtinstrumente. Und jetzt, und ich glaube, es ist gut, weil du das nochmal so betonst, der Kontrast, es ist gut, dass wir immer stärker empfinden, wie gemeinmächtig das andere System ist. Mhm. Und das zwingt uns richtiggehend. Um heute überhaupt noch jemand zu sein, muss ich mich ja daraus sortieren. Und so wie ich irgendwelche ähnliche zusammenfinde und sage, hurra, und wir müssen jetzt unseren Weg gehen und aufbauen. Also das ist so eine gesunde, schöne Entwicklung, über die ich mich mächtig freue. Ja. Wenn du die Massen ansprichst und wir werfen mal einen Blick so in die Großstädte unserer sogenannten Zivilisation, ist ja geht mit dem Ich oder mit einer Ich geprägten Gesellschaft vor allem eins einher, völlige Vereinsamung. Ja. Das Dorf, aus dem wir dem Ur-Wir armer, ganz harter genau. Zeiten, frühere Jahrtausende oder sowas, uns rausentwickelt haben, dieses war was Geschlossenes. Ich weiß das eben früher noch. Da hat eine Dorfgemeinschaft dafür gesorgt, dass auch irgendein Dubbeler mitgezogen wurde, egal welche Tätigkeit er machte, aber die Dorfgemeinschaft hat zusammengehört. Ja. Und so war dann auch die große Familie. Und heute wird alles, die Familien zersplittert, zwischen Kinder dorthin abschieben, die Alten dorthin. Und so ist es. Das ist nun wirklich ein Dilemma der Stadt. Das ist der Masse, mit der wir dann aber auch neue Wege finden werden. Ja. Aber es ist tatsächlich so, dass es wahrscheinlich auch zu extremer Belastung
für die einzelnen Menschen wird, dass die dann neue Wege finden. Es wird dort länger dauern und es muss wahrscheinlich massiv auf sie einwirken, als für die, die schon mehr mit der Natur noch verbunden sind und draußen sind und sich noch als kleine Gruppe erleben einfach. Aber die werden auch Lösungen finden. Es wird auch aufbrechen und Schöneres bieten. Wir haben sicherlich auf der anderen Seite, wir haben das ja gesehen im 21. Jahrhundert, mit sehr viel Krieg und Kriegsverbrechen, die stattgefunden haben. Und jetzt das erste Mal, dass es sich in eine andere Richtung entwickelt. Wir haben natürlich in unseren Gesellschaften mit der Vereinsamung, mit dem, was mit der Zerschlagung, Zerstörung von Familien, auch der Zerschlagung und der Zerstörung von, ja, ich sag mal, Individuen, die jetzt im Kindergarten schon im Genderwahn geopfert werden und völlig kaputt gemacht werden als Individuen, dass wir noch so die letzten Zuckungen eines völlig niedergehenden und kranken Systems haben. Also es wird auch noch das ein oder andere Tal der Tränen geben, fürchte ich. Ja, ist klar. Es wird aber eben wohl sein müssen, damit tatsächlich die Gegenbewegung sich immer stärker findet und wirklich stark wird. Ja. Und es ist eben, das möchte ich dann an dem Punkt auch schon wieder ergänzen, es sind rein von der Natur her, von unserer Göttlichkeit, von dem mächtigen Planeten Erde, Mutter Erde, sage ich immer, weil die weibliche Schwingung in der Natur eben da ist, mit dem sich vermehren und so weiter. Das wird noch zu wenig anerkannt. Und ich glaube, es muss eben unser materieller, logischer Weg irgendwo so an die Mauer glitschen, dass nachher man endlich sagt, verdammt, da gibt es doch noch was anderes. Ja. Und das wirkt und das wartet eigentlich darauf, also wenn ich mal das Thema Engel einfach hier mit schon reinbringe, unzählige Wesenheiten, göttliche, wundervoll liebende Wesenheiten, ob ich es dann als Schamane im Naturbereich habe oder als ich jetzt das Thema Engel, weil ich mit einem Engelmedium jetzt 10 Jahre zusammenlebe und das Zeug hautnah mitkriege, bis hin zu irgendwelche Formen der aufgestiegenen Meister, andere haben dorthin den Kontakt und so, dass wir bereit werden, das wieder mehr zu uns in unser Leben zu holen. Dann wird vieles leichter werden. Vieles leichter und verständlicher werden. Du hattest das am Anfang angesprochen, jetzt das Stichwort geliefert. Das, was man mit der Überschrift der geistigen Welt bezeichnet, was wären da so die Elemente, was muss man sich da vorstellen, wenn du da vielleicht ein paar Sätze zu sagst. Und für dich ist das ganz natürlicher Bestandteil deines Lebens, ist also nichts geworden, wo du sagst, oh, da muss ich mich jetzt irgendwie so erstmal mit befassen, sondern es gehört einfach mit dazu. Längst, ja, ist richtig. Ja. Aber trotzdem glaube ich, das Befassen ist auch ein Schritt, um sich dem zu öffnen, um ihm dann wirklich zu sagen, meine trainierte, rationale Hirnhälfte muss jetzt einmal still sein. Und man muss sich mit ihr irgendwie einigen. Gib mir doch die Chance, etwas Persönliches, Individuelles, das ich sicherlich in meinem Leben mitbringe, auch zu beleben und zu leben. Und so war das eigentlich nachher ein relativ einfacher Weg, wenn wir, und das ist dann wieder die zwei Hirnhälften, wenn wir eine vom Denken ins Fühlen gehen. Das ist schlicht und einfach. Denn da melden sich dann Energien in uns. Und Dinge, wo man auch sehr, das berühmte zum Weichei wird oder so etwas, wo ich einfach wirklich Emotionen habe, oft gar nicht weitersprechen kann, aus einer Sensibilität und Sensitivität, aber für mich ist es ein Zeichen, wie gut du auf deinem Weg bist, und so. Und das wirkt natürlich nachher auch in unserem Gesundheitsbereich. Da kann man von der Seite kommt sehr viel. Bloß der Mut, nachher zu sagen, eigentlich hat alles, was wir hier sehen, eben dann auch mein Organ oder die Nahrung, so als ein Energiefeld, ein Quantenfeld, das mächtig ist, da haben die anderen natürlich. Es ist einfach Unwissen auch noch. Ja. Also ich habe jetzt seit einem halben Jahr, wissen wir in dem Fall durch Brigittes Anschluss als Botschaften, die sie bekommt, begreifen wir die Kraft der Devas. Das ist etwas Fantastisches. Da musst du was zu sagen, bitte. Ja, jeder Berg hat es. Ja. Ja. Gigantische. Ja. Die sind mit den mächtigsten Naturwesen, die Mutter Erde hat. Und die behüten ihre Natur vor all unserem Kram und Mist, was wir als Menschen da immer wieder draus machen. Natürlich umso mehr. Auch die werden dann, nachdem sie so oft gefordert werden, jetzt wahrscheinlich auch durch E-Smog und allem Möglichen,
Aber jeder Berg, der Bodensee hat ein riesiges Energie, ein Quantenfeld, einen Deva. Jeder einzelstehende Baum hat es. Und im Prinzip würde man sagen, der Mensch auch in seiner Aura, aber dann ist halt eine Aura und dann ist er natürlich unsere Seele. Aber das sind alles verschiedene Quantenfelder, unendliche, die ineinander greifen und sich dann wirklich auch befruchten und erhalten, wenn wir bewusst reingehen. Und das ist dann wirklich Bewusstseinserweiterung. Dass wir Dinge, die längst natürlich sind, von uns aber entweder nicht anerkannt oder lächerlich oder sonst was, dass wir uns dem öffnen und dann geht es ratzfatz, haben wir Anschlüsse und Gefühlsbereiche, wenn wir die dann auch gestehen oder gar genießen, die dabei sind, dass wir Anschluss zu einer geistigen Welt kommen, die x-fach mächtiger ist alles als das ganze Zeug, was wir jetzt hier so zusammenbringen. Ja. Das sollten wir uns eigentlich irgendwann mal eingestehen. Spannend in dem Zusammenhang, man muss ja gar nicht so furchtbar weit reisen. Wenn man sich auf den Weg nach Island macht, dort ist der Umgang mit Naturgeistern etwas so natürlich Selbstverständliches für den Isländer, dass die, wenn die ein Haus bauen, wenn die eine Straße machen, Riesenprobleme hatten sie, als sie ihren Flughafen gebaut haben, natürlich fragen, leben da Trolle, leben da Elfen, leben da irgendwelche Naturgeister, da kann ich nicht drüber planieren. Das ist bei denen etwas, was ganz normal Bestandteil, auch politisch offiziell mit entsprechenden Beauftragten in Ministerien, des täglichen Lebens ist. Und ich glaube, das ist einfach gut damit. Richtig, ja. Schau mal, wer wirklich von den heutigen schon Neuschamanen weiß, wenn ich einen Baum fälle, dann entschuldige ich mich dafür. Ich will was Wunderschönes draus machen, aber ich spreche mit ihm. Er hat ein Wesen. Ja. Und so ist es nachher, ich kenne eben Leute, die können mit ihrem Haustier sprechen. Ich kenne sie persönlich und es funktioniert. Ja. Und es gibt so viele Dinge, die sind heute schon längst unterwegs, aber werden natürlich, keiner will ja am Ende in der Klapse landen oder will in der eigenen Familie seine Position. Ich kenne ja meine Stellung in meiner Familie, der Opa. Und all diese Dinge sind da und es ist für uns die bewusste Wandel oder die bewusste Erweiterung, dass wir einfach immer mehr zugestehen. Da ist doch was ganz Tolles und was Schönes und damit kann man umgehen. Ja. Jetzt sind wir in einem Bereich, der schwierig ist, weil wir es verlernt haben. Mhm. Auch wir hatten zu germanischen Zeiten einen anderen Zugang, als das. Also der ist eben im germanischen Island noch vorhanden. Ja, ja. Auch in Teilen von Schweden ist er noch vorhanden. Mhm. Hier ist er weitgehend verloren gegangen. Mhm. Wir sind in einem Bereich, der nicht einer naturwissenschaftlichen Messbarkeit zugänglich ist. Du hast so schön gesagt, es will ja keiner in der Klapse landen. Wie muss man damit umgehen, wenn jetzt jemand sagt, Engel, aufgestiegene Meister, Trolle, du hast ja echt einen der Waffen. Wie gehst du damit um? Oder wie kann man so jemanden, der sagt, ja, beweis es mir doch mal bitte. Muss ich das beweisen? Ja, so ist es. Ich glaube, aus der Welt, aus dieser Denke, wo wir immer meinen, es muss alles nachvollziehbar sein und sowas, da müssen wir uns erstmal verabschieden. Und ich denke, das sind so die Gespräche, die ich erlebe, wenn zu uns Gäste und Freunde kommen, die sich dann endlich mal ausquatschen können. Oh, hier kann ich reden. Ja. Und der Urlaub für die Seele, sagen wir dann immer. Ja. Dass wir es einfach, auch wenn wir nicht anerkannt sind von außen, es innerlich aber nicht verleugnen oder irgendwie ablehnen. Blockieren, sondern genießen. Ja. Also das möchte ich wirklich auf diesem Wege auch jedem weitergeben. Fühlt euch wohl, und es müssen aber Millionen sein, die längst so weit sind, dass sie zu der oder der Situation genau spüren, was los ist. Ja. Aber das eben einfach noch. Und sie sollen ja nicht meinen, sie sind da verkehrt oder so, sondern sie sind die Vorläufer. Sie sind die Vorläufer für eine Zeit, die noch besser wird. Ganz eindeutig. Und es wird wichtig sein, in der einen Art, dass man sich natürlich versucht, in Gruppierungen, zu Vernetzungen auch bewusst zu machen, in kleinen Gruppen. Aber es wird eben wirklich wichtig sein, nur selbst daran zu glauben. Und Glauben versetzt Berge, das können wir auch annehmen. Und sich ein bisschen, und jetzt kann das ruhig das Ego als Selbstbewusstsein auch mal wieder gerufen werden, komm, hilf mir mal, dass ich wirklich meinen Selbstwert
annehme, den ich spüre in mir und ich mich nicht immer mit allem klein machen lasse und so weiter. Ich habe für diesen Zeitabschnitt, der jetzt für unsere menschliche Evolution sicher wichtig und glorios ist, nach meiner Meinung, habe ich einen Beitrag mitzuleisten. Und der macht sich erst über unsere Gefühle in uns bemerkbar. Nicht, wenn Außerirdische mal landen oder wenn vielleicht wieder ein Messias erscheint und sowas, sondern wir sind dran, jeder Einzelne und über den Gefühlsbereich. Ja. Mit der Birne haben wir genug gezeigt, was wir können. Jetzt kommt der nächste Part. Ja. Und das wird schön. Und man sollte, du hast jetzt so ganz nebenbei, wir haben über Naturwesen geredet, du hast über Engel geredet, über aufgestiegene Meister geredet, wir haben über, ja, ich sag mal, eine Wesenheit bei Bäumen, bei Bergen, wir kennen Kraftplätze seit Tausenden von Jahren. Es gibt da auch kein, das war jetzt mir nur wichtig, kein richtig oder falsch. Wer den schamanischen oder den religiösen oder den spirituellen Weg, wie auch immer, sich diesen Themen nähert, der macht nichts Falsches und nicht nur der eine. Mhm. Wer keine Trolle sieht, ist ein Depp oder wer Trolle sieht, ist einer. Das ist alles Unsinn, sondern es gibt einfach verschiedene Wege, wie das in anderen Bereichen auch der Fall ist. Weil nämlich die Ganzheitlichkeit, wenn wir das so als ein modernes Stichwort nehmen, wir das eben auf unseren Planeten übertragen und somit dieser in der Vielfalt Leben erschaffen hat. Und Leben organisiert. Ja. Und man sagt ja das auch, sagen wir mal, rein vom Religiösen her, dass ich Gott in uns ja erleben möchte. Und nicht nur in einen ganz Heiligen, der da mit so seinem Scheinchen rumrennt, sondern tatsächlich in all unseren inneren Problemen von Gut und Bös, von Licht und Schatten, von Nachgeben und Siegen und all die Dinge, die uns so ausmachen, eben Ego und wir. In dieser Vielfalt will sich Gott erleben, falls wir uns so weit sehen, wie der berühmte Spruch, den ich auch schon oft zitiert habe, dass ja auch Jesus gesagt hat, ihr alle seid Götter. Das steht tatsächlich da drin, ja. Und hat sich bis heute erhalten. Hat sich aber bis zum Vatikan noch nicht rumgesprochen, Johannes. Ganz genau, aber der weiß damit umzugehen. Das ist alles ganz genau, ja. Vielleicht sollte man den Kopfgesteuerten auch noch einen oder den, die da sagen, jetzt traue ich mir das nicht so richtig, vielleicht noch aus der Ratio-Seite her noch ein, ich sag mal, Argument oder einfach eine Erkenntnis mit an die Hand geben. Die Wissenschaft von heute ist immer der Irrtum von gestern. Also das, was wir naturwissenschaftlich heute auf den Sockel stellen, war gestern entweder unbekannt oder falsch. Mhm. Und das, was wir morgen erkennen werden, ist die Revision dessen, was wir heute erkennen. Ja. Also auch die Relativität von wissenschaftlicher Erkenntnis ist ja dramatisch. Also wie lange ist es evolutionsgeschichtlich her? Ja, ein Wimpernschlag, da war man davon ausgegangen, dass die Erde eine Scheibe ist. Oder dass Chemokrebs heilt. Das sind ja so alle so Sachen, die irgendwann in die Tonne gekloppt wurden. Freilich. Und dann jetzt wieder eben durch Machtsysteme ausgerichtet ist. Ja. Ja. So, wenn es aber doch tatsächlich, und es gibt ja solche Voraussagen, dass es so kommen wird, dass immer mehr Menschen tatsächlich in die Gefühle, in dieses Sehen von, sagen wir, in den siebten Sinn kommen, ja, egal wen es den Einzelnen in seiner Form betrifft, wird tatsächlich ein Energiefeld entstehen, eben nicht von irgendwelchen geplanten oder wissenschaftlich ausgerichteten Dingen, sondern aus dem Volk. Mit seinen Gefühlen werden Dinge auf den Weg gebracht werden, die auch in der Bibel stehen. Der Geist wird also jetzt in der Endzeit ausgeschüttet auf Knechte und Mägde, wird dort zitiert. Ja. Und das heißt eben... Er erreicht nur den Bundestag nicht. Und weißt du, wenn jeder tatsächlich merkt, es gibt ganz was anderes und irgendwann anfängt, mit seinem Haustier sprechen zu können, oder wirklich sieh, da ist ein Engel. Oder ich sehe, Mensch, was hast du heute für ein tolles Licht? Und gestern bist du im dunklen Schatten rumgelaufen, da hatte ich vielleicht was furchtbar geplagt. Und da ist es so, wenn man an diesen Äußerlichkeiten, die wir eben dann als sechsten oder siebten Sinn sehen, erkennen, wo die anderen stehen und wo ich stehe und was wir alles gemeinsam beisammen haben, dann kommt wirklich diese hohe Schwingung auf vom Volk. Und da gibt
gibt es auch eine Voraussage von Elfriede in Wien. Du kennst Elfriede sie in Jahn, ihrem Buch. Ja, ja, genau. Unsere gemeinsame Bekannte. Ja, ein Buch, habe ich also, ja. Das war ja ein langer Weg. Und dann hat sie einen Channel drin, auch wo ihr gesagt wird, es wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Hm. Da sind nicht die Gebäude gemeint, sondern eben die Wissenschaftsgebäude oder die Kirchensysteme und alles Mögliche, was wir uns so eben versteinert aufgebaut ja. haben, das ja. kann nicht mehr. Ja. Das Volk, der einfache Mensch, in Anführungszeichen, der heute als einfach bezeichnet wird, wird über seine Gefühlswelt und Welt und über seine Veranlagung, die er mitbringt, die neue Welt eigentlich auf den Weg bringen. Ja. Und wissen tun wir, dass das funktioniert? Du hattest das schon ein paar Mal angesprochen. Durch eine ganz moderne, eine der tollsten, in der Tat auch zukunftsweisenden Wissenschaften überhaupt, die Quantenphysik, nämlich, dass es diese Quantenfelder gibt, die wir alle in irgendeiner Weise mit beeinflussen. Richtig. Und auch in der Addition, auch wenn wir nur so klein sind, ja, ja. aber Dinge im Feld bewegen können, ja. oder? Ja. ja, ganz genau so. Ja. Und es wird halt wirklich in dieser Umbruchzeit es vielleicht so sein, das haben wir letztens auch mit jemandem besprochen, der sagt, die andere System ist mächtig geworden, indem sie vieles im Geheimen behalten und nur für eine Elite als Wissen vorhanden ist. Und genauso könnten wir es aber auch machen. Alle, die diese Veranlagungen und sowas spüren, da hat es keinen Sinn, jetzt irgendwo rauszugehen. Ich bin der Größte, ich kann das schon, ja und so. Sondern das auch bestimmte Dinge für sich zu behalten, im kleinen Kreis. Mit anderen möchten, so wie ich heute, aber eben doch anmelden, hallo, es gibt das, so etwas, ja. Beachtet es mal und so. Also es wird für diese Neuentwicklung auch möglich, nötig sein, dass man mit Gefühl, mit einer guten Taktik, sagen wir mal, vorgeht, damit man nicht verheizt wird, obwohl es immer ein paar Persönlichkeiten geben muss, die sich mal vorne hinstellen. Ich habe es ursprünglich ja mit unserem Jan erlebt, ja, der einfach erst einmal hingeht und heute werden heftigere Sachen veröffentlicht, als man ihm das angehängt hat. Ja, ja. Ja, ja. Aber es muss wohl so eine Galionsfigur geben und es wird es auch bei die Türöffner. Ja, Jan ist ein solcher Türöffner ja, gewesen, ja. Überhaupt gar keine Frage ja. und hat ganz viel an Wissen aufgeschlossen. Richtig, und dafür Diffamierung und Prügel eingesteckt und einstecken müssen. Man kann nur voller Respekt sagen, dass man an so etwas dann nicht zerbricht, sondern weitermacht. Hut ab. Da brauchen wir eine gute Familie. Da brauchen wir eine gute Familie. Und ich spiele vielleicht jetzt und vielleicht Schutzengel oder sowas. Allerdings, klar. Ja, ja. Klar. Er hat einen ganz berühmten aufgestiegenen Meister in seiner Partnerschaft. Ja, der liebe Freund. Und ich will vielleicht ein bisschen eine, zumindest so einen Eindruck zu erwecken, dass ich auch für das geistig Unsichtbare mich hinstelle und sage, Leute, es gibt's wirklich, bitte bewertet es und schätzt es hoch, seid dankbar, dass ihr schon dabei seid. Das kann nachher auch im Gesundheitsbereich jedem was bringen, wenn er aus der normalen Massen sich behandeln lassen und so etwas eben in eine Bewusstheit geht, eine Bewusstseinweiterung, die die geistige Welt mit einbezieht. Und ja. das ist eigentlich alles. Letzte Frage, lieber Johannes, vom Ich zum Wir. Du sagst gerade, seid froh, dass ihr jetzt schon dabei seid. Also doch nicht etwas, was erst in Jahrhunderten kommt, sondern was jetzt ein ganz aktueller Prozess ist und von dem wir hoffen und wünschen, aber es durchaus auch erwarten können, dass wir die Früchte noch erleben. Absolut. Davon bin ich überzeugt. Das kann nicht mehr so lange dehnen. Die Menschheit ist wirklich im Erwachungszustand. Und es gibt ein Channeling aus Amerika, das kommt eben in unserem Denken, oh, da geht doch gar nichts vorwärts. Da sagen die, wartet ab, es kommen zwei völlig neue Wahrnehmungsfähigkeiten bei euch. Ja. Das heißt also, die geistige Welt kann mit uns erst wieder etwas auf den Weg bringen, wenn wir mitmachen. Sonst ist nicht, ja. Und so wie bei uns aber jetzt allmählich etwas erwacht, was Dinge ermöglicht im Begreifen und im Handeln und im Fühlen, was früher gar nicht denkbar ist, kann dann auch tatsächlich von außen, egal aus welcher Richtung es kommt, was mitwirken, was dann schon zu einem Bewusstseinssprung, das war ja eigentlich unser Ding vom Ich, zu einem Sprung wird, zu einem Quantensprung womöglich, ja, zu einem
Einfach zu etwas, was wir uns nicht vorstellen können. Ja. Das ist dann auch ganz gut. Das ist ganz gut und es ist etwas, worauf wir uns, glaube ich, freuen können. Total. Denn über eines sind wir bei Operatio ganz stark oder es im Gleichgewicht ist, auch mit der Emotio, mit rechter und linker Gehirnhälfte ausgeglichen sind wir auch immer. Über eines sind wir uns, glaube ich, in allem klaren, dass der Zustand, wie wir im Augenblick die verschiedenen Lebensbereiche handeln, etwas ist, wie wir mit Natur umgehen, wie wir mit unseren Tieren umgehen, wie wir mit unserer Gesundheit umgehen, mit unserem Geld, mit der Erde, was auch immer. Das ist alles etwas, wo wir nur noch Millimeter vor der Betonwand entfernt sind und mit Vollkaracho in den Abgrund, so kann es nicht weitergehen. Ja, also das ist sicherlich klar. Also Abgrund wird kein geben, das sind die Engel, die fangen uns. Ja. Aber mal an die Wand klitschen, so richtig, das wird wohl kommen. Das wird wohl kommen. Dann wird es vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen schmerzhaft, aber vielleicht kriegen wir die Kurve und es wird einfach ein friedlicher Übergang und Aufstieg. Ganz richtig. Lieber Johannes, ganz herzliches Dankeschön. Vom Ich zum Wir, liebe Zuschauer, www.bewusstseins-erweiterungen.de ist die Internetseite von Johannes Holey, wo dieses Thema eine wichtige Rolle spielt, aber auch weitere Informationen natürlich auch, wenn Johannes Vorträge hält und entsprechende Veranstaltungen angekündigt sind und angekündigt werden. Es lohnt sich also, auf die Seite zu gehen. Für das Interesse und die Aufmerksamkeit ein herzliches Dankeschön. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Schlossgespräch aus dem Schloss Wartensee vom wunderschönen Bodensee.